So, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft 1-60 mit Hild. Ja, ich habe Lust noch ein bisschen zu spielen, spät am Abend, wir haben es, ja, kurz nach 10:30. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache noch eine kleine Session hier. Und wie versprochen, befinden wir uns jetzt in Ungorok gerade, in Marshalls Zuflucht. Da wollten wir uns ja wiedersehen. Und das tun wir ja gerade. Södele. Södele, Södele. Und da wollen wir jetzt natürlich gucken, was wir noch so an Quests hier auftun können. Denn wir haben Questlock hier noch ein bisschen Platz. So, die fremdartige Ökologie beispielsweise. Die Rettungsexpedition. Was liegt an? Knochenklapper. Mal die ganzen Leute mal angucken hier. Getränke haben wir noch. Essen fehlt uns ein bisschen. Ach ne, wir haben ja noch Tüpfelschwanz. Ah, das reicht noch. Das reicht noch, das reicht noch. So, hier hatten wir angenommen. Genau. In dem Baumstumpf hatten wir das oder gab es das erst noch später dann? Das gab es erst später dann. Okay. Oh, das Mal und Verloren. Genau. Ich muss jetzt mal kurz hier reinschauen, ob es die Quest hier drin schon gab oder ob man dafür... Ich glaube, die gab es schon. Platz hätten wir auch noch genug da. Das ist schön. Tja, weit haben wir es nicht mehr. Wir sind kurz vor Level 57. Wie gesagt, mit Hild ist jetzt der Ungorokrater angesagt und danach Silithus und dann müssten wir eigentlich die 60 erreicht haben. Na, Winterspring, möglicherweise die östlichen Pestländer und das ganze Zeug könnt ihr dann mit Shigo sehen. Auf Allianzseite, Emerald Dream. Machtkristalle, genau. 7 von je einer Dings. Genau, so ist gut. So ist gut. So. Dum, 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 dum. Na, da haben wir ja jede Menge zu erledigen. Ne? Ein Mithril-Dingens hatte ich ja nicht gefunden gehabt. Ein Mithril-Gehäuse, leider Gottes. Heißt, wir können die Emi-Quest höchstwahrscheinlich nicht komplett machen. So wie es aussieht. Dann lass uns mal überlegen, wo fangen wir an. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Knochenklappern. Die können wir mit dem Flieger verbinden. Die Blüten unterwegs. Ja, wir nehmen halt mit, was uns so in die Hände fällt. Den haben wir auch schon. Ja, das waren die Blüten. Okay. Okay. Und dann müssen wir uns dann auch langsam nach vorne arbeiten. Wieder zu dem, für den wir das Mal besorgen mussten. Aber wir werden hier natürlich auch noch ein paar Killen im Vorbeigehen, um den Superkleber für Gatgezahn zu bekommen. So, ich habe vorhin schon ein paar Folgen Burning Crusade auch aufgenommen noch. Hab mich da sehr über einen Kommentar aufgeregt. Na, ich meine, ihr wisst ja, Besserwisserei und so, ja. Ich meine, wenn jemand was besser weiß, okay, dann ist es die eine Sache, aber man muss nicht, meines Erachtens nach, muss man sich unbedingt an die große Glocke hängen, wie toll und wie special und wie super man ist. Das haben nur Leute nötig, die eigentlich nicht special und super sind. Wirklich gute Leute, die müssen nicht jedem zeigen, dass sie gut sind, die sind es einfach. Aber da habe ich mich bei Burning Crusade schon genug drüber aufgeregt, da möchte ich mich jetzt hier nicht auch noch drüber aufregen. Von daher machen wir einfach mal weiter. Ja, Landwirtschaftssimulator habe ich heute Mittag ein bisschen gespielt, allerdings ohne aufzunehmen, weil ich noch genug Folgen aufgenommen habe auf einem anderen Spielstand und ich einfach Lust hatte, mal ein bisschen in der Gegend rumzutreckern. Bei den aufgenommenen Folgen habe ich übrigens doch auch wieder recht tiefgreifende Themen und es lohnt sich auf jeden Fall dieses Landwirtschaftssimulator Let's Play anzuschauen.
Ich meine, gut, die tiefgreifenden Themen, die werden dann natürlich auch bei Shiko weitergeführt, wenn Hilt hier durch ist. Dafür ist er auch da. Dass wir da eben so eine Konstante haben, wo wir über alles Mögliche reden können. Über dies und über jenes. Weil ich jetzt im Moment überhaupt nicht genau weiß, über was wir eigentlich reden sollten. Wir können ein bisschen über Add-ons reden. Das habe ich zwar auch schon bei Burning Crusade zur Genüge gemacht, aber ich möchte es hier auch gerne nochmal erwähnen. Wir haben zu Klassik-Zeiten weitestgehend ohne Add-ons gespielt. Ja? Auch ohne Threatmeter, also ohne Omen oder KTM. Und es hat wunderbar funktioniert. Wir haben Akku 20, haben wir sogar ohne TS geklärt. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Und ich finde es blöd, auf gut Deutsch gesagt, und auch total unnötig, wenn man der Meinung ist, dass ein guter Spieler zwingend Add-ons braucht. Das ist nämlich nicht wahr. Ja, man hat hier, wie ich beispielsweise, zum Beispiel verblassen. Und wenn ich mal aus Versehen die Akku ziehe, um dem Tank die Akku zurückzugeben. Das gleiche ist in Burning Crusade ja eben auch der Fall. Ja, und DPS, ich meine, who cares? Wenn der Boss am Ende liegt, dann ist das Ziel erreicht. Punkt um. Ich hab's nicht. Ich meine, klar, dass es einem Spaß macht, wenn man jetzt Recon drauf hat und man steht an erster Stelle. Warum auch nicht? Ja, aber man muss es natürlich jetzt nicht an die große Glocke hängen oder so. Ich habe Recount immer als eine Möglichkeit gesehen, mich selber zu verbessern. Ja, ich hab mit Recount beispielsweise aufgezeichnet. Oder ein Rift mit einem anderen externen Programm, da war es noch genauer. Da habe ich dann das Ganze danach ausgewertet, habe geguckt, okay, bei den Bosskämpfen, wie oft habe ich getroffen, was kann ich eventuell hier oder da noch verbessern. Ja, und auch eine feste Rotation. Eine feste Rotation mag zum kontinuierlichen Schaden austeilen nützlich sein. Ja, aber es geht auch ohne feste Rotation. Mit einer Wagenrotation sozusagen, ja, und sich dann eben mehr auf das Spielgeschehen einrichten. Und da war ich eben immer schon, ich war immer schon eher der Supporter, der sich auf das Spielgeschehen eingestellt hat und danach eben seine Aktion gerichtet hat, als der Typ, der stur auf dem Boss drauf gehangen ist, egal ob die anderen drumherum verreckt sind, nur damit ich am Ende oben im DPS-Meter stehe. Na, und das ist genau der gleiche Gruscht wie dann später Gearscore. Ja, weil du konntest Leute haben, die einen ziemlich guten Gearscore hatten, aber miserable Spieler waren. Und im Umkehrschluss konntest du auch Leute haben, die blau-grün equipped waren und mehr Schaden rausgehauen haben als die Gearscore-Monster. Ja, weil du wusstest nie, wurden sie jetzt von ihren Kameraden durchgeschleift? Sind es vielleicht ja, Leute, die eben reingekommen sind, weil niemand anders mehr diese Sachen gebraucht hat? Du hast keine Ahnung, wie die Leute zu ihrem Gearscore gekommen sind. Und deswegen ist es totaler Quatsch. Wenn du wissen willst, ob ein Spieler gut ist oder schlecht ist, dann guck an, wie er spielt. Guck ihm zu, wie er spielt. Und wenn er ein bisschen schlechter ist als du oder als andere, scheiß drauf. Meine Güte, es kann nicht jeder gleich gut sein. Auch die Spieler wollen ihren Spaß haben und auch die Spieler wollen spielen. Wieso soll ich einen Spieler ausgrenzen, der nicht so gut spielt wie ich oder wie irgendjemand anders? Why? Ich meine, was muss ich mir beweisen? Das hier ist ein Spiel, Himmel, Herrgott. Da stelle ich mir immer die Frage, was für ein armes Leben müssen die Leute haben, die von dem Erfolg in diesem Spiel hier wirklich alles abhängig machen. Ja, das meine, das muss doch, naja. Und ich kriege ja keinen Superkleber, ich bin auch ein ganz armer Kerl. Nee, das ist einfach so. Mein Credo ist, man soll jeden nach seiner Fassung selig werden lassen. Das wisst ihr auch von mir. Und ja, ich würde jederzeit jemandem helfen, wenn er sagt, hey, hast du einen Tipp für mich oder so? Kein Thema. Aber ich würde jetzt zu niemandem hingehen und sagen, hey, du spielst deine Klasse total scheiße und ja, mach so, mach so, mach so. Ja. Wenn mir sein Spielstil nicht passen sollte oder wenn ich es nicht vereinbaren kann mit dem Spielstil, dann spiele ich nicht mit ihm. Ganz einfach. Ja, und wer sagt, hey, ich bin nicht so gut, ich weiß, kannst du mir helfen, irgendwie verbesserungstechnisch, dann natürlich. Warum nicht? Aber ich, ne? Jeder so, wie er möchte. Und ich weiß, ich bin in Instanzen, bin ich sehr viel am Schimpfen, aber das gehört einfach dazu. Ich lasse so Dampf ab. Ja, das ist nicht so
Ja, das ist nicht so gemein, genauso wie beim PvP. Ich bin beim PvP am Schimpfen wie ein Rohrspatz immer mal wieder. Aber das meine ich nicht persönlich. Na, also ich gehe jetzt zu niemandem hin und chatte ihn an und schreibe, hey du blöder Kacknub und so, bla bla bla. Nein, ich fluche eben oder dies und jenes. Eben für mich normalerweise oder in dem Fall eben auch für euch, weil ihr halt nun dann das Pech habt, da zuzuhören und Zeugen zu werden. Ja? Nee, du. Ja. So bin ich eben. Ich muss da auch mal Dampf ablassen. Im PvP, das ärgert mich, das regt mich auf, wenn der Gegner mich killt, wenn sie zu zweit auf mich losgehen, wenn es ums Verrecken nicht klappen will. Und da kann ich total ausflippen. Und ja, meine Güte, es ist halt so. Ich kann immer nur wieder sagen, es ist nicht bös gemeint. Also wenn ihr mal beim PvP-Ding zuschauen sollt und ihr seid zufällig mit mir da in einer Gruppe oder so und ich bin am Rumfluchen, am über euch schimpfen, ja, es ist nicht so gemeint. Es ist einfach, um Dampf abzulassen. So. Ihr kennt mich jetzt seit über 200 Folgen. Und ich glaube, inzwischen wisst ihr einigermaßen, wie ich drauf bin. Und ihr wisst auch, dass ich nicht der beste Spieler bin, dass ich sehr oft mich nicht mit Machtwort Schild hier beispielsweise versorge, weil ich nicht dran denke oder weil ich es vergesse oder weil ich, wenn ich wenig Leben habe, denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und eher wie ein kopfloses Huhn rumrenne, als dran zu denken, mir das Schild zu geben. Aber ey, das ist menschlich. Ich bin nicht perfekt und ich habe nie behauptet, dass ich perfekt bin. Ich das hier Zeit der Angriffen blöder, blöder. Und nee, ich will nicht aufsteigen, ich will eigentlich die Krankheit wegmachen hier. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, ihr müsst mal gucken hier. Ich spiele hier mit Hild, ja, Priester. Ich spiele Burning Crusade als Druide und ich spiele das zweite Klassik als Schurke. Drei Klassen. Dazu spiele ich eben bei Burning Crusade ja nicht nur Hronokles, sondern ab und an auch noch Shigo als Paladin. Ich habe auch da noch mit Hild einen Priester am Laufen. Dann spiele ich meinen Druiden mal als Tank, mal als Heiler, mal als Katze. Ich habe so viele verschiedene Sachen. Wenn Hild hier durch ist, ja, und wenn ich dann mit Ronokles, sagen wir mal, mich als Heiler etabliert habe für einen Raid. Und mich dann volle Kanne Susanne auf Shigo konzentrieren kann, dann wird Shigo ein fucking geiler Schurke. Ohne Zweifel. Denn dann kann ich mich einigermaßen auf Shigo konzentrieren. Aber es ist halt. Ich habe hier meine Fähigkeiten drin. Ich habe bei Ronokles stehen die irgendwo anders und bei Shigo stehen die wieder irgendwo anders. Also bei Shigo Burning Crusade, bei Shigo Classic wieder irgendwo anders. Ja, ich kann mich hier nicht an etwas gewöhnen. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, dass bei älteren Menschen, dass die es ab und an auch mal ein bisschen schwieriger haben. Ja, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr da draußen 17, 18 seid, dann kapiert ihr ein Spiel viel, viel schneller als jemand wie ich, der 36 ist. Das ist noch nicht alt. Nee, ist noch nicht alt. Aber ich kann eben nicht blind mit 10 Keybindings rumhantieren. Ja? Ich brauche dazu ein bisschen länger. Ich muss mich in sowas einarbeiten. So ist es eben. Und deswegen, mir ist der Mensch viel wichtiger, als dass er seine Klasse perfekt spielt. Ich meine, klar, beim Raiden ist am Ende wichtig, dass der Boss liegt. Klar. Aber wenn der Boss liegt, dann ist doch alles okay. Und dann ist es doch nicht wichtig, ob der jetzt ein paar Prozent weniger Schaden gemacht hat als der andere. Ich meine, klar, ich gebe jetzt das Ding mit dem Teer auf, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich habe wie viel jetzt gekillt und keinen einzigen fucking Teer dabei gewesen. Klar, ich meine, wenn jetzt ein DDler beispielsweise dauerhaft unterm Tank ist mit dem Schaden, ja, dann spricht man ihn schon mal drauf an. Aber dann spricht man ihn normal darauf an, dann fragt man, hey, hör mal zu, was ist los? Ich habe gesehen, du bist dauerhaft unterm Tank noch. Kann man dir irgendwie helfen? Gibt es irgendwas, mit dem du nicht so zurechtkommst? Und dann guckt man, wie man ihm helfen kann. Aber ich würde nie jemanden sagen, ey, du Kacknoob und bla bla blub und du machst so wenig Schaden, Alter, komm, geh aus dem Raid. Ja? Das machen vielleicht die Elite-Gilden. Ja? Aber ich meine, ganz ehrlich, wer will sowas? Und wer braucht sowas? Ich brauche sowas nicht. Ich will Spaß haben mit den Leuten, mit denen ich spiele. Ich möchte mit menschlich anständigen Leuten spielen, ja, die das Herz am rechten Fleck haben und mit denen es einfach Spaß macht zu verkehren. Das ist mir viel wichtiger, als dass ich jetzt, was weiß ich,
zuerst einen Black Temple cleare. Ja? Aber gut, so bin ich. Und wie ich ist eben nicht jeder. Ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Und ja, wie gesagt, das wollte ich nur nochmal angesprochen haben, damit da keine Unklarheiten entstehen. So, wie gesagt, PvP bitte nicht übel nehmen, ja. Vor allen Dingen auch, wenn ihr auf der Allianzseite seid, hier oder dann später auf der Hortenseite. Ich werde schimpfen. Ganz furchtbar. Denn ich kenne mich. Aber es ist nicht schlimm. Ich mag euch trotzdem. Ich hasse nur eure Spielfigur. So. Das Leben ist so kurz, Leute. So kurz. Kann jeden Tag zu Ende sein. Man sollte einfach das Bestmöglichste daraus machen. So viel Spaß wie möglich zu haben und sich so wenig stressen wie möglich. So ist es einfach. Warum kann ich den nicht looten? Jetzt kann ich ihn looten. Boah, ich reg mich heute viel zu viel wieder auf. Es kommt aber auch von der Hitze. Ich habe hier in der Wohnung konstant 28 Grad. Jetzt später, wenn ich hier fertig bin, werde ich die Fenster aufreißen, dass ich heute Nacht wieder so um die 25, 26 Grad in der Wohnung habe, damit ich einigermaßen pennen kann. Und dann über Tag heizt es sich wieder auf 28 hoch. Ich kann machen, was ich will. Ich kann alles ausmachen, heizt sich trotzdem irgendwie hoch. Keine Ahnung, ich habe Ventilator laufen jeden Tag. Ich hasse den Sommer. Gott, ich hasse den Sommer. Hitze, ach, nee, kann ich überhaupt nicht haben. Da werde ich aggressiv, da werde ich knatschig, da werde ich quengelig wie ein Kind bei Hitze. Das ist furchtbar mit mir. Ich mag Winter und Herbst, Herbststürme. Oh, Herbststürme sind schön, so richtig schön. Der Wind pfeift, aber noch so mild. Ja, so 15, 16 Grad und dann ein fetziger Herbststurm. Das ist schön. Oder Regen. Oh, Regen, je stärker, je besser. Frühling ist auch schön. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, so die Wohlfühltemperatur bei mir ist so 14, 15, 16 Grad rum. Das ist so meine Wohlfühltemperatur. So dass man gerade keine Jacke mehr braucht. Ja. Man, wir haben früher auch verrückte Sachen gemacht. Wir sind am Anfang Januar, 3. war es, glaube ich, damals sind wir... haben wir einen Spaziergang gemacht ohne Oberteil, also quasi mit nacktem Oberkörper. Da lag Schnee und Eis und Minusgrade und wir sind einfach oberkörperfrei Content gemacht. Ah, das war schön. Ja, so Sachen aus der Jugend, da erinnert man sich schon mal immer wieder gerne dran. Besonders, wenn man in einem fortgeschrittenen Alter ist. Ah, wie hat mein Kumpel gesagt, Junge, wir gehen auf die 40 zu. Habe ich gesagt, sag doch sowas nicht! Du kannst doch sowas nicht zu mir sagen. Geh auf die 40 zu. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kriege meine erste Krise hatte ich mit 30. Ich habe gedacht, 30, das darf nicht wahr sein. Meine nächste werde ich mit 40 kriegen. Da werde ich sagen, scheiße, Hälfte ist rum im Idealfall. Weil wahrscheinlich jetzt schon die Hälfte rum ist. Wenn ich 72 werde, sage ich, super. Oh Mann. Obwohl, gut, meine Generation hat wahrscheinlich gute Chancen, in die 90er zu kommen, von den Heilungen etc. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da sitze ich mit 90 hier und mache WoW Retro. Ja, vor 20. Nee, vor 20 Jahren, das wäre ein bisschen komisch. Vor 30 Jahren, da haben wir hier kein Ringhauen gebraucht. Wir haben noch mit Holzmäusen gespielt. Ah, nee, ich hoffe natürlich, ich bleib alt. Ich hoffe natürlich, ich werde alt und bleib gesund, so rum. Alt bleiben und gesund werden wäre blöd. So. Ja. Wir machen mit dem Frohsinn morgen weiter, denn die heutige Folge ist, wie ich so sehe, aus dem Augenwinkel schon wieder vorbei. Also bis morgen, konservieren wir den Frohsinn. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.